Hallo, da ich dir am Montag gezeigt habe, wie ich diese Grannys gemacht habe, zeige ich dir heute, was damit geworden ist. Ich bin aber noch nicht fertig. So, ich habe vier zusammengenäht, einmal so und dann einmal so. Und weil sie sich gewellt haben, die wellen sich immer noch, jetzt weiß ich nicht, wieso so die Ecke ein bisschen nach oben ist. Vielleicht habe ich zu viel hier in die Ecke getan. Aber ich habe sie gestern ein bisschen gebügelt. So flach gelegt und mit einem Tuch, ein nasses Tuch drüber. So, dann habe ich eine schwarze Reihe gemacht, dann eine neongelbe und dann eine rote Reihe. Ich habe da die Farben genommen, halt, was ich bei die Blume gebraucht habe. Und dann, das wird eine Tasche. Ich habe zwei Teile und das habe ich dir nicht von Anfang an gezeigt. Ich habe jetzt 20 Maschen aufgeschlagen und bin mit festen Maschen hin und her gearbeitet und ich habe so rund gemacht. Ich habe schon die erste Teil schon genäht, eigentlich gehäkelt, zusammen gehäkelt habe ich sie. Es wird so einen Rand geben. So, habe ich hier oben angefangen und das wird so die Taschenseite sein. Die Tasche so steht oder so, dass er ein bisschen Breite hat, dass man was reinpacken kann. Und jetzt gehe ich weiter und ich tue mir die zusammen häkeln. Und ich habe noch was gemacht, so ein Gurt zum Schulteraufhängen. Das ist jetzt lang und ich habe zwei davon. Hier habe ich 10 Maschen geschlagen und so lang gemacht. Ich habe wieder die Farben benutzt, was bei die Granny, bei dem Muster gemacht habe. Einmal gelb und einmal schwarz. Und sie kommt dann hier. Muss ich mir überlegen, ob so mit der schwarzen oder so mit der gelben. Dass ein bisschen Kontrast ist. Ich schaue mal, wie es rauskommt. Und wenn es fertig ist, zeige ich dir nochmal. Mache ich noch ein Bild oder ein kleines Video. Bis später. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe die Seiten, beide Seiten angehäkelt. Jetzt ist sie fast fertig. Dann habe ich noch so ein kleines Deckel gemacht. So mit einem Knopf kann man hier zugemacht werden, dass nicht jeder in die Tasche greifen kann. Und auf die Seite habe ich schon einen Griff angenäht. Wenn du es nicht magst, dass man so die Schwarze durchsieht, dann kannst du es nur so auf dem Rand und hier sieht man kaum. Hier oben sieht man kaum. Auf der Rückseite sieht man überhaupt nichts. Hier muss ich noch nähen, auf die Seite muss ich noch fertig machen. Und ein Knopf. Das ist, was mir geblieben ist. Ich habe mit der Restewolle von dem Banner gearbeitet. Und schwarz habe ich mir noch drei, glaube ich, dazu genommen. Ja, eins, zwei, drei sicher habe ich dazu genommen. Und das heißt, es ist mir ein bisschen geblieben, was schon vorher war. Die anderen sind auch die Reste von Banner. Da kommt noch was dazu. Aber das ist mir jetzt geblieben von den Farben. Ich hoffe, es gefällt euch. Tschüss.